Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe heute wieder die Glossy Box und dieses Mal ist sie wieder im Standard pinken Design und ich bin schon sehr gespannt, was drin ist und freue mich jetzt schon, die auszupacken. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß mit dem Video. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal so einen Aufkleber drin und zwar Let's Stay Home. Also sehr, sehr schön und gefällt mir richtig gut. Schade, dass der, den kann man nicht abziehen. Also den hätte ich gerne hier mir irgendwo in so einen Bilderrahmen mit reingetan. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, gefällt mir richtig gut. Und so sieht die Box von innen aus. Richtig schön. Und zwar ist es ja dieses Mal wirklich dieses Home Sweet Home Thema. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt auf jeden Fall mal erst in die Box rein. Da kommt mir als erstes entgegen eine Maske und zwar Sanssouci, die Moistureholic Fleece Maske, eine Sheet Maske, made in Germany. Die sieht so aus. Ist natürlich für den Winter Feuchtigkeit auf jeden Fall super, aber meine Haut ist mega trocken und im Winter ist es wirklich richtig trocken. Und da mag ich solche Masken echt gerne und bin froh, dass ich die mit drin habe. Dann, das ist glaube ich das Highlight-Box, das ist das Highlight-Produkt dieser Box und zwar von Barbour. Sometimes all you need is ampoule. Okay. Ich glaube, ich habe es falsch vorgelesen, entschuldige, aber es lässt sich echt ein bisschen schwer lesen. Also die Ampullen sind auf jeden Fall auch für Feuchtigkeitsboost. Und das Ganze sieht hier so aus. Also wir haben hier einmal so einen Ampullenöffner mit drin. Und 7 Ampullen. Und ich glaube, diese Ampullen von Barbour sind auch nicht ganz günstig. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und werde die auf jeden Fall gerne testen. Und bin schon mega gespannt drauf, wie diese Ampullen so sind. Ja, auch im Winter soll man seine Füße pflegen und da kommt so ein Fußbad und Fußlotion eigentlich ganz gut. Das ist hier von Seven Heaven. Feuchtigkeit und Pflege entspannend, genau. Okay, also Duschcremes habe ich eigentlich mehr als genug. Also ich habe auch letztens erst wieder zugeschlagen. Wenn ihr wissen wollt, was ich mir so alles geholt habe, dann schaut mal, in meiner Infobox steht mein Instagram-Kanal, da schaut gerne mal vorbei. Da heiße ich genauso wie hier auf YouTube. Und ja, hätte ich mir jetzt nicht gewünscht, würde ich glaube ich auch gar nicht kaufen. Spricht mich einfach so vom Duft her. Ich nehme meistens Produkte mit Kokos überhaupt nicht. Deswegen, also das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber vielleicht lässt sich das ja auch weitergeben. Vielleicht freut sich da jemand anders drüber. Dann haben wir hier von Mercy Handy eine Handcreme und das ist die Love. Die probieren wir gleich mal aus, also die ist hier auch noch verschlossen, sehe ich gerade. Aber wir machen die jetzt mal auf und probieren sie aus. Na, geh auf. Okay, also was ich jetzt hier schon sehe, aber ich glaube, das lässt die Kamera nicht auffangen. Und zwar sind da so kleine orange Kügelchen mit dabei. Das weiß ich nicht, ob ihr das erkennen könnt. Oh, die duftet. Also, der Duft ist super toll und der erinnert mich an etwas. Kleinen Moment da mal. Und zwar erinnert mich der Duft an dieses Spray hier, das von De Bruyer, das Aloha Spray. Da sprühe ich mir jetzt mal schnell auf den Arm hier auf. Ja, das riecht ziemlich ähnlich. Also die Duftrichtung Love von Mercy Handy, wenn ihr das hier auch schon hattet, das riecht im Endeffekt genauso. Also richtig, richtig gut. Toller Duft und zieht auch echt super schnell ein. Also die Handcreme ist schon weggezogen
Und meine leichten, trockenen Stellen, die ich hier an den Händen schon habe, hat es auch erstmal gut abgedeckt. Mal schauen, wie lange es hält. Und ja, also die gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und das ist ein Produkt von Pixi. Und ich muss schon ehrlich sagen, ich habe schon öfters jetzt mal auf der Douglas-Seite nach Pixi-Produkten gestöbert. Ich habe noch nicht so wirklich angesprochen. Und ja, da bin ich einfach mal froh, dass hier ein Pixi-Produkt drin ist. Und zwar ist es einfach ein Brow-Gel. Also einfach ein transparentes Gel, um die Augenbrauen zu fixieren. Das Fläschchen hier sieht so aus. Okay, also es hat auch einen leichten Duft drin. Ich kann jetzt nicht genau sagen, nach was. Vielleicht ein bisschen vanillig. Ja, könnte so Vanilleduft sein. Und so ein transparentes Gel kann man eigentlich immer brauchen. Ich habe aktuell eins von Essence, das verwende ich sehr, sehr gerne. Aber das von Pixi werde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne testen. Und ja. Und ja, die Box ist jetzt leer. Alle Produkte schon ausgepackt. Und jetzt schauen wir mal in das Heftchen hier rein. Und hier haben wir einfach mal so einen DIY-Tipp zum Thema Peeling mit drinne. Dann haben wir hier das Pixi-Produkt drin und hier steht 4,5 Milliliter wäre das Originalprodukt. Und wir haben hier ein Originalprodukt, also 4,5 Milliliter und das würde kosten 14,20 Euro. Dann haben wir hier vom Dove, drei Produkte hätten hier drin sein können. Und zwar einmal eine Pflegedusche, eine Bodylotion, die ich ja jetzt hier habe. Das wäre die hier. Und ein Shampoo. Und die Bodylotion hätte gekostet 2,69 Euro und ist auch ein Ich habe nicht die Bodylotion, ich habe die Pflegedusche. Und das ist ein Originalprodukt und kostet 2,39 Euro. So. Ich glaube, ich muss bei Mercy Handy bestellen, denn die haben eine super süße Disney Edition. Oh mein Gott, seht ihr das? Ist das niedlich. Ich glaube, da muss ich gleich mal auf die Webseite schauen. Also, ja, ich bin verliebt. Also, gefällt mir richtig, richtig gut. Und jetzt kommen wir mal zu dem Produkt. Da hätten auch vier verschiedene drin sein können. Und zwar, hier oben steht der Name. Hello Sunshine ist übrigens die Duftrichtung. Es hätte noch New Wave, Cherry Cherry, keine Ahnung, und Flower Power drin sein können. Und das ist auch ein Originalprodukt mit 30 Milliliter und würde kosten 4,90 Euro. Und hier steht drauf für die Anwendung, kleine Menge Creme auf die Hände geben, 30 Sekunden lang vergnügt in die Hände einreiben. Okay, also das ist auch mal eine süße Anwendungsbeschreibung. Steht es auch hier hinten drauf? Nee, steht nicht drauf. Ist auf jeden Fall vom Glossybox-Team richtig schön geschrieben, also gefällt mir richtig gut. Dann kommen wir zu dem Barbour-Produkt und das ist ja dieses hier. Da würden auch 7x2 Milliliter. Hier sind auch 7x2 Milliliter drin, also wirklich eine Full-Size, kosten 19 Euro. Und ich glaube, die Packung hier wurde speziell für Glossybox gefertigt von Barbour. Und also ich finde das Design echt schön. Und hier steht drauf, wir haben uns für etwas ganz Besonderes mit Barbour zusammengetan und heraus kamen kleine Ampullen mit großer Wirkung. Diese limitierte Edition ist pure Feuchtigkeit und Power für gestresste Tons. Und zwar gleich 7-mal. Jede der 2 mm Pflegeeinheiten verwöhnt deine Haut direkt nach dem Auftragen mit einem Komplex aus Hyaluronsäure und einem Moisture. Jeder Wirkstoff ist auf Milligramm genau abgestimmt, zur luxuriösen Flutkonzentrat verarbeitet und in den feinen Ampullen versiegelt.
Zur Anwendung steht jetzt hier: Gesicht reinigen, Ampulle schütteln und Ampullenhals mit Kosmetiktauch oder beiliegenden Ampullenöffner bedecken, Ampulle vorsichtig mit ruckartiger Bewegung am farbigen Ring aufbrechen, Fluid in den Handteller geben und aufs Gesicht und Hals Dekolleté verteilen, sanft einklopfen. Also wie gesagt, auf das Produkt bin ich mega gespannt und freue mich schon, die auszuprobieren. Dann haben wir hier diese Maske drinne. Das ist auch ein Originalprodukt und würde kosten 5,95 Euro. Und das ist halt, wie gesagt, einfach so eine Feuchtigkeitsmaske für einen Feuchtigkeitsboost. Und ja, wie gesagt, kann man immer brauchen. Dann hätten hier noch drin sein können ein Alkmene Aroma Vital Duschgel, ein Sanssouci Moisture Deep Moist Depot Sleeping Beauty Nachtpflege mit Hyaluronsäure und ein Rausch Weizkeim Nährkur für die Haare. Also die Produkte hätten noch drin sein können. Oder auch, das kann ich nicht aussprechen, Ceremonie. Ich könnte das hier sehen. Also ich kenne die Marke überhaupt nicht, sagt mir ganz und gar nichts. Dann hätte hier drin sein können Chris Farrell Cosmetics. Verschiedene Produkte. Sieht so aus. Dann hätte eine Numis mit pH 5.5 Sensitive Hautschutz Handcreme drin sein können. Aber hier ist ja schon eine Handcreme drin, deswegen bin ich froh, dass ich nicht doppelt eine Handcreme drin habe. Dann ein Actimare Natural Cosmetics Bio Badepralines Schokolade und ein Fix and Rouge Hydra Aktiv Smart Nutrient Vital Moisture Day Cream. Eieieiei. Das sind Namen. Also das hätte noch drin sein können hier. Und ja, das war's dann auch schon. Und hier steht drinnen, das bringt der November. Und zwar Dear Santa Edition. There's Christmas in the air. Die Vorfreude auf die besinnliche Zeit mit dem Lieben steigt. Und mit ihr auch die Neugierde auf unsere Dear Santa Edition. Eins ist sicher, sie lässt deine Augen leuchten. Denn diese Box liefert dir nicht nur Anregungen und Ideen für besonderes tolle Beauty-Geschenke, sondern bereitet auch dich selbst perfekt auf die bevorstehende Weihnachtszeit vor. Also da bin ich ja mal mega gespannt drauf, was dann in der Box drin ist. Hört sich sehr, sehr gut an. Und ja, das war dann auch schon alles, was hier in der Box drin ist. Und ich finde alle Produkte eigentlich ganz gut. Also die vier sind auf jeden Fall top. Das hier wird ein Goodie gewesen sein und das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber alles in allem eine super Box, gefällt mir richtig, richtig gut und ich freue mich echt schon aufs Ausprobieren, gerade mit diesem Augenbrauengel. Und ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Würde mich sehr freuen und bis dahin. Tschüss!